Quoten bei den Buchmachern verändern sich ja tagtäglich. Vor diesem heutigen Halbfinale ist Becker der erste Favorit, 13 für 8. Bei William Hill, ein anderes Wettbüro, gibt 7 für 4, also es ist in etwa identisch. Becker also vor Edberg, vor Sampras und vor Courier. Courier gibt auf Sieg immer noch das vierfache Geld. 7-6 Sampras im ersten, 0-1 im zweiten Satz, knapp eine Stunde gespielt. 15 love. Ich bin geneigt zu sagen, das wurde auch mal Zeit, dass Becker mal anfängt, besser zu returnieren. Auch starke Geschwindigkeiten bei Sampras lassen auch ein ganz klein wenig nach. Ins Aus. Vielleicht hätte er besser warten sollen, den Ball aufspringen lassen sollen, aber er wollte direkt ran. Hier, Becker mit guter Übersicht, setzt den Lob an. Weiß ich beide. Und Fußfehler wird gegeben. Von dem exotischsten aller Linienrichter. Vielleicht sehen wir den nochmal. Ein Brite, aber indischer Herkunft, der hier seit Jahren mit einem Turban Linienrichtern darf. 30-40. Zum allerersten Mal hat Boris Becker eine Chance zu einem Break. Darauf muss er 59 Minuten warten. Aber sofort ein harter, flacher Aufschlag von Sampras macht diese Chance zunichte. Advantage Sampras. Respekt. Ganz kurze Ausholbewegung aus der Schulter raus. Dieser Aufschlag weit auf die Vorhand von Becker. Null Chance für den Deutschen. Bei diesem siebten Ass von Pete Sampras. Erneut der Return verzogen. In Rahmennähe getroffen. One game all. Eins beide, zweiter Satz, aber immerhin Becker mal hat immerhin einmal das Gefühl gehabt, eine Breakchance zu haben nach diesem Doppelfehler von Pete Sampras. Auch Becker hatte ja im ersten Satz die einzige Breakchance während des normalen Satzverlaufes durch zwei Doppelfehler dem Amerikaner ermöglicht. Love 15.
von Sampras. Befreit sich da von Becker, festgenagelt in der Rückhandecke, wird hier wieder angespielt, zieht dann kurz durch, Rückhand Cross, 0:30. Der Aufschlag lässt Becker im Stich. Normalerweise kann er sich Doppelfehler leisten, aber das war nun wirklich nicht der geeignete Moment. Dieser sechste Doppelfehler bringt das 0:40 und jetzt hat Sampras drei Breakchancen in Folge. Wieder Fehler beim ersten. Ja, der war lang. James Sampras. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. B-Balls. Becker bringt sich vielleicht durch diese beiden Doppelfehler hier um den zweiten Satz. Gleich mehr aus Wimbledon. Werden diese Doppelfehler letztendlich die Partie entscheiden, so wie ein Doppelfehler zum Beispiel die Partie im fünften Satz, Becker gegen Stich, entschieden hat. Das prägt zum 2:1. Auch hier in dieser Partie, Sampras gegen Becker, heißt es natürlich, wer besser aufsteigt. Jetzt wieder Sampras mit 9 Bällen, gewinnt die Partie. Brauchte eben im Spiel zuvor Pete Sampras gar nicht viel zu machen. Becker hat sich da schon fast um Kopf und Kragen gespielt. Da ist beim Seitenwechsel geschützt durch ein Handtuch, sich abgekapselt. Aber Satz zurück und nach diesem Ärgernis, zweier Doppelfehler, prägt zurück. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht ist es für Boris Becker doch zu heiß heute. Ich suche hier nicht nach Entschuldigungen, sondern nach Erklärungen. Grad in der Sonne. Und heute auch zum ersten Mal eine recht hohe Luftfeuchtigkeit. Vielleicht wird es in der Nacht die ersten Gewitter nach 2,5 Wochen Trockenheit geben. Aber erstmal dieses Spiel, 30-0. Und Pete Sampras diktiert das Geschehen. Vierter Doppelfehler bei Sampras, aber der macht sie halt. Auf jeden Fall jetzt in dieser Phase des Matches, wenn er 40-0 hat. Nach wie vor zwei Spielbälle zum 3-1. Game Sampras. Wird gut gegeben, sowohl vom Zyklopen als auch von dem Linienrichter. Becker sagt, beide sind unglücklich mit der Maschine.